Fraktion aus CDU und SPD hat dem Untersuchungsausschuss heute einen Antrag vorgelegt. Der Antrag hat den Beschlussvorschlag beinhaltet, dass wir gemeinsam eine Person benennen, die vollumfängliche Einsicht in die Selektorenlisten bekommt, diese prüft und uns dann hierüber berichtet, inwiefern diese Listen gegen deutsches Recht verstoßen. Aus unserer Sicht ist das eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, unsere parlamentarischen Kontrollrechte wahrzunehmen. Wir haben aber ausdrücklich uns auch vorbehalten in diesem Beschluss, dass, falls wir feststellen, dass dies nicht genügt, wir dann auch weitere Schritte noch überlegen können. Aus unserer Sicht stellt dies aber einen gangbaren Weg dar, unsere Kontrollrechte auch wahrzunehmen. Der Beschluss wurde bewusst offen vorgelegt und auch offen gefasst, was den Namen der Person anbelangt, die diese Ermittlungen für uns durchführen soll. Es ist eine Einladung, eine Anregung auch an die Opposition, sich jetzt konstruktiv daran zu beteiligen, welche Person wir hier mit dieser Aufgabe betrauen wollen. Es wäre für uns wichtig, dass wir eine Person finden, einen Namen, der das Vertrauen des gesamten Ausschusses genießt. Wir haben die Opposition ausdrücklich aufgefordert, sich hieran auch zu beteiligen. Wir haben bislang einen Beschluss gefasst, der dieses noch offen lässt und hoffen jetzt, dass die Opposition sich gegebenenfalls doch noch daran beteiligt. Bislang wurde abgelehnt seitens der Opposition, sich daran zu beteiligen, welchen Namen man hier jetzt in dieser Aufgabe betrauen möchte. Wir werden als Koalition uns in den nächsten Tagen weiterhin Gedanken machen, welche Person hierfür in Frage kommt. Natürlich eine Person mit besonderer Expertise und womöglich auch schon mit Erfahrungen in diesen Bereichen. Das heißt, heute gibt es noch keine Entscheidung. Heute gibt es noch keine Entscheidung. Wir werden jetzt die nächsten Tage dazu nutzen, uns nochmal Gedanken zu machen.